Frauenschwarm und Let's Dance-Sieger Rurik Gislason, 34, präsentierte sich seinen Instagram-Followern jetzt mit einem riesigen Strauß roter Rosen. Rurik Gislason, vielsagendes Foto. Spätestens seit der letzten Let's Dance-Staffel ist der Name Rurik Gislason vielen Menschen ein Begriff. Vor allem die weiblichen Zuschauer waren schnell hin und weg von dem isländischen Profifußballer, und dank seines Tanztalents konnte er sich im Mai 2021 dann auch gegen Valentina Pade durchsetzen und wurde Dancing Star 2021. Seither ist Rurik Gislason zur Freude seiner Fans immer öfter im TV zu sehen. Zu Beginn der aktuellen Let's Dance Staffel sprang er sogar für Juror Joachim Jambi ein, weil der wegen einer Corona-Infektion ausfiel. Auch bei The Masked Singer mischte er in der letzten Staffel als Gorilla mit. In Sachen Karriere scheint es also bestens für den 34-Jährigen zu laufen, in allen anderen Belangen hält sich der Hottie sonst aber zurück, über sein Privatleben ist wenig bekannt. Geschenk oder selbst bekommen? Der Let's Dance-Sieger zeigt sich mit roten Rosen. Doch auch, wenn Rurik Gislason nicht jedes Detail seines Lebens mit seinen Fans teilt, so teilte er zumindest kürzlich ein vielsagendes Foto mit seinen Followern. Laut VIP.de zeigte sich der Let's Dance-Sieger nämlich vor wenigen Stunden mit einem riesigen Blumenstrauß in seiner Story, und seine Blumenwahl spricht dabei Bände. Denn der 34-Jährige entschied sich offenbar für rote Rosen, die bekanntermaßen eine besondere Bedeutung haben. Ob er diese Rosen selbst geschenkt bekommen hat oder ob Rurik Gislason diesen schönen Blumenstrauß an eine andere Person verschenken möchte? Das bleibt wohl sein Geheimnis.